declare open the London 2012 Paralympic Games. Jetzt gehen die Paralympics richtig los. Heute ist die Eröffnungsfeier, hier schon ein Riesenalarm hier draußen. Schausteller, toll, super Stimmung. Und jetzt gehen wir rein ins Stadion und dann erwartet uns eine fantastische Eröffnungsfeier. Ich freue mich. Hartes Training, aber super Training, komplette Beinmuskulatur, Rumpfmuskulatur, sehr, sehr wichtig, das Zeitfahren, die Rennen. Ich hoffe, das zahlt sich alles aus. It's been grouped into the same category, so it will be very interesting to see the results of the case here. You only get one shot at the time trial. I have a lot of tactics in this race. You just got to get out quick and sustain that speed. Die erste Woche hier in London ist jetzt vorbei. Es war die Woche der Bahnwettbewerbe. Wir hatten eine fantastische Stimmung hier im Velodrom. Meine Wettkämpfe sind, naja, ein bisschen durchwachsen gelaufen. Ich bin in einer meiner Spezialdisziplinen, nämlich der Verfolgung, hier bloß Vierter geworden. Aber gut, es muss ich abhaken. Jetzt geht's weiter, raus nach Brands Hatch. Dort sind die Straßenwettbewerbe und am 5.9. ist eben mein Hauptwettbewerb. Das Einzelzeitfahren auf der Straße und da will ich nach wie vor Gold holen. Der schnelle Rennasphalt von Brands Hatch scheint ein gutes Pflaster zu sein für die deutsche Mannschaft. Und nach der Medaillenflut mit 7 Medaillen vom Mittwoch im Zeitfahren wollten die Deutschen natürlich auch gestern im Straßenrennen wieder ihr ganzes Potenzial abrufen. Michael Teuber, Tobias Graf, Erich Winkler und Kapitän Steffen Varius. Das Rennen über die 64 Kilometer relativ geschlossen. Die deutsche Mannschaft stets in der Spitzengruppe unterwegs, bemüht, alle Ausreißversuche zu unterbinden. Und auch nach 8 Runden die Deutschen weiter gut positioniert. Die Taktik geht auf. Kapitän Varius auf der Zielgeraden in einer guten Position und im Spurt erfolgreich mit dem 2. Platz hinter Roberto Bagna aus Italien und vor dem Australier David Nicholas. Steffen Varius, Weltmeister im Straßenrennen 2010 war er schon. Jetzt hat der 27-Jährige auch seine erste paralympische Medaille. He's the man! Ja, Straßenrennen ist ein Stück weit natürlich auch eine Teamdisziplin. Man muss halt schon schauen, dass man den stärksten Mann nach vorne bringt dann am Ende. Und dann kam sein Tag in Brands Hatch. Der begann aber mit einem Aufreger. Michael Teuber, 15 Jahre schon aktiv, Profisportler, hat den Helmverschluss vergessen. Klickt ein, im letzten Moment vor dem Countdown. Jetzt nicht noch eine Enttäuschung. Von der Rampe weg fährt er Zwischenbestzeiten. Wenngleich es gegenüber seinem britischen Rivalen Mark Coburn nach 8 Kilometer der Hälfte der Strecke knapp war. Nur 46 Hundertstel voraus. Dann der Triumph. Paralympiasieg mit mehr als 12 Sekunden Vorsprung. Begeisterung bei der Familie. Genugtuung bei Michael Teuber. Auch weil ihm der Weltverband zuletzt viele Steine in den Weg gelegt hatte.
Ein Paralympiasieger mit voller Inbrunst. Ja, wir stehen ja da vor dem Deutschen Haus und warten auf unseren Olympiasieger. Es freut sich sehr, dass die lokalen Strukturen mit der Sparkasse Dachau hier wunderbare Unterstützung leisten. Sponsoring ist wichtig, gehört einfach mit dazu. Die Leistung kann man nicht bringen ohne Unterstützung. Meine Familie war da, natürlich, die haben den großen Anteil daran. Die Susanne stärkt mir den Rücken, hält mir den Rücken frei, sodass ich meinen Sport machen kann. Aber ganz wichtig auch, die Sparkasse Dachau unterstützt mich seit vielen, vielen Jahren und hat mich auf dem Weg hier auch nach London begleitet. Ohne die Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen und da möchte ich auch nochmal herzlich Danke sagen. Wir sind hier in den Laureus-Geschäftsräumen in London und ich habe es mir nicht nehmen lassen, hier mal vorbeizuschauen. Ich bin ja seit vielen Jahren auch Laureus-Botschafter, war mit Martina Navratilova auf dem Kilimanjaro, um auch Spenden zu sammeln für Laureus und habe mir mal angeschaut, wie die hier arbeiten. War interessant und hier ist der Dr. Gerald Meyer, der hier den Laden schmeißt sozusagen. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen? Ja, also für alle, die nicht wissen, was Laureus ist, wir sind eine große weltweite Charity-Organisation. Wir unterstützen über 100 Projekte in der Welt. Bei allen Projekten steht natürlich Sport im Mittelpunkt. Wir helfen Kindern, die es notwendig haben, in Elendsgebieten. Über Sportprogramme eben verhelfen wir ihnen zu einem besseren Dasein. We could be heroes, just for one day. You can be me, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers. That is the fact. Ooh, yes, we're lovers. And that is that. For nothing could keep us together. Though we may be bent just for one day. Your help, we need your help. Go! I can't change the bells, I'm ringing.
to the athletes of the world, to the people of London and the United Kingdom, to the volunteers and the staff of the London 2012 Organizing Committee, thank you for an unforgettable summer. And thank you for inspiring a generation. Good night and goodbye.